Was fehlt ihm denn? Das wird dich lehren zu stehlen. Stirb, du Dieb! Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in bewachte Bereiche zu gelangen. Alter, ihr! Dämonen jagen mich! Dämonen unter dem Schwarzen Kreuz! Sie wollen meinen Tod! Ich, ein armer Händler! Stellt euch vor, falls ihr sie seht, könnt ihr sie bitte fortschicken. Doch nutzt eure Klinge, die einzige Sprache, die Dämonen verstehen. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Aber ich brauche doch Geld, Herr! Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Du Heide! Jetzt wirst du sterben! Er wird mich töten! Einmal! Geht!
Sagt ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfort! Les flammes de l'enfer vont te dévorer. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch ein...